Moin moin und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Die Zwerge. Ja, wir befinden uns in der Schmiede der fünften und ich würde sagen, wir befragen mal unsere ganzen Kollegen und schauen, wie wir hier weitermachen können. Ihr seid sehr gründlich, ehrenwerte Mager. Ich hätte den Ork bitten sollen, mich auf den Mund zu treffen, damit ihr mich mit euren Lippen zurück ins Diesseits hättet küssen können. Holde Jungfrauen küssen nur tapfere Krieger. Ein Schauspieler kann vieles sein, auch ein Krieger. Das ist wohl wahr. Aber dein Gemächt hat mir zu viele Schlachten im ganzen Land geschlagen, als dass ich dem Träger vertrauen könnte, dass er nicht die Seiten wechselt, sobald sich eine Gelegenheit bietet. Bleib bei den Frauen, die dich verehren, großer Junge. Du schmunzelst. Es scheint, Rodario ist wohl auf. Um ihn musst du dir keine Sorgen machen. Ist hier noch jemand, mit dem wir reden können? Hebel? Nein. Okay. Gehen wir nochmal den Berg hier hoch. Mit Jerun können wir wahrscheinlich eh nicht reden. Oh, Bafragor. Ich muss dich um einen Gefallen bitten. Wenn ihr hier raus seid, dann richte Boindil aus, dass ich ihm seine Tat vergebe. Das wird er mir nicht glauben, du solltest es ihm selbst sagen. Die Zeit ist noch nicht reif. Sag ihm einfach, ich hätte verstanden, dass er meine Schwester ebenso liebte wie ich. Ich habe es gehasst, sie zu verlieren. Also hasste ich den, der die Axt führte. Aber ich will nicht mit Hass auf ihn sterben. Dein irritierter Gesichtsausdruck lässt den Steinmetz weitersprechen. Ich zog aus, um ein ruhmreiches Ende zu finden. Es ist soweit. Ich werde hierbleiben, wenn ihr weiterzieht und euch den Rücken decken. Dir gefällt der Gedanke nicht, einen weiteren Gefährten zurückzulassen. Du willst ihn umstimmen, doch du kommst nicht zu Wort. Versuche nicht, mich umzustimmen. Meine Entscheidung fiel vor etlichen Umläufen. Danke, dass ich meinen Wert beweisen konnte, Tungil Goldhand. Wahnsinn. Ja, danke, die Geschichte ist echt gut geschrieben. Ohne zu zögern hat er sich gegen den Ork gestellt, obwohl er genau wusste, dass er ihm nicht gewachsen war. Wie kommt ihr voran? Als du dich Gandogar näherst, der die Arbeiten Goimgars übernommen hat, legt der König die Edelsteine müde beiseite und knackt mit den Fingern. Er scheint froh über die Unterbrechung, braucht dann aber einige Momente, um die richtigen Worte zu finden. Als du dir Goimgar wähltest, freute ich mich, weil ich zu wissen glaubte, wie sehr er ein Künstler und wie wenig er ein Krieger wäre. Er hat bewiesen, dass er mehr Zwerg war, als ich annahm. Was hast du vor, wenn das hier vorbei ist? Willst du noch immer gegen die Elben in den Krieg ziehen? Du nickst. Du betrachtest den König und stellst eine Frage, die dich beschäftigt, seitdem ihr euch wieder getroffen habt. Willst du noch immer gegen die Elben in den Krieg ziehen? Der Verrat der Elben ist absolut. Sie sind schuld am Untergang der Fünften und am Tod meines Vaters und Bruders. Ich kann ihnen niemals vergeben. Der müde und leicht wehmütige Ausdruck im Gesicht des Königs wird hart. Der Verrat der Elben ist absolut. Sie sind schuld am Untergang der Fünften und am Tod meines Vaters und Bruders. Ich kann ihnen niemals vergeben. Es gab keinen Verrat durch die Elben. Ich bin Glandalin Hammerschlag aus dem Clan der Hammerschlags und war im Gegensatz zu dir an diesem trüben Tag dabei, als der steinerne Torweg durch Verrat eines Zwerges fiel. Eines Zwerges? Es war Glamdolin Starkarm aus dem Clan der Starkarme, der die Losung zum ersten Mal nannte und die Riegel öffnete. Er wartete schon sehr lange auf die Gunst des Augenblicks. Er schlich sich vors Tor und gab das Land den Horden preis. Er war es auch, der den Albä zuvor einen geheimen Pfad in unsere Stollen wies, um uns hinterrücks anzugreifen und mit einem rätselhaften Fieber zu vergiften. Ich verstehe nicht. Er war ein Dritter, ein Zwergentöter, der sich in unseren Stamm einschlich und sich voller Schleue maskierte, um uns in unserem geschwächten Zustand dem Untergang zu weihen. Er starb durch meine Hand, aber er erhob sich wieder durch die Macht des toten Landes und nannte die Losung ein zweites Mal.
Hörst du? Es waren nicht die Elben, sondern ein Zwerg, der geschickt im Verborgenen arbeitete. Wie sehr vertraust du Bisli Pur und seinen Beweisen, wenn hier ein Zwerg steht, der selber dabei war? Hörst du? Es waren nicht die Elben, sondern ein Zwerg, der geschickt im Verborgenen arbeitete. Wie sehr vertraust du deinen Beweisen, wenn hier ein Zwerg steht, der selber dabei war? Du hast Gandogar etwas zum Nachdenken gegeben, auch wenn du den Namen Bisli Pur, den Namen seines Beraters, nicht in den Mund genommen hast. Du wirkst bedrückt. Sollen wir ein paar Schweineschnauzen durch das Tor lassen? Du erwartest eine prompte Reaktion, doch Boindil schweigt für mehrere Augenblicke. Ich habe darüber nachgedacht, welche Weitsicht Frakas besaß, als er so viele verschiedene Leute zusammengebracht hat. Jeder wird dazu beigetragen haben, die Feuerklinge zu schmieden. Ohne dich wären wir niemals aufgebrochen. Ohne die Handwerker könnten wir sie nicht herstellen. Ohne den Schauspieler wären wir nicht lebend durch die Schweineschnauzen gelangt. Und das Spitzohr wird die Feuerklinge letztlich gegen das Böse führen. Wir sind die beste Truppe für diese Expedition. Die einzige Truppe, der es gelingen könnte. Du hast dich und deinen Bruder vergessen. Ihr habt uns Wege durch die Reihen der Feinde gebahnt, wo andere aufgegeben hätten. Boindil nickt dir zu, schon wieder halb in Gedanken versunken. Als du dich Namora näherst, massiert sie sich gedankenverloren das Handgelenk. Sie hat ein Armband aus Tionium beigesteuert, um die ungewöhnliche Legierung der Feuerklinge zu vervollständigen. Das Armband war ein Geschenk meiner Mutter, das mich gegen die Kräfte des Guten schützen sollte. Naja, da ich nun anscheinend auf der anderen Seite stehe, habe ich sowieso keine Verwendung dafür. Hoffentlich wirst du nicht zu gut. Die Feuerklinge kann nur von einem Feind der Zwerge geführt werden. Du lächelst sie aufmunternd an und sie erwidert deinen Blick. Ihr beide wisst, dass Albäe immer die Feinde der Zwerge bleiben werden. Mann, Mann, Mann. Der Magister Technicus schaut von seiner Arbeit auf. Ah, Tungdil, schau, was ich entdeckt habe. Hier, an den Wänden des Schlots gibt es schmale Stufen und weit oben kann man blauen Himmel sehen. Sehr gut. Das könnte unser Weg hier raus sein, sobald die Feuerklinge fertig ist. Dann reden wir mit ihr, mit dem König zum Schluss. Du betrachtest Balindes schwitzende Haut, ihre Muskeln und ihr Haar. Als dir klar wird, was du tust, stammelst du... Kann ich irgendwie helfen? Ich glaube, der Knoten hat sich gelöst. Sie deutet hinter sich mit einem leichten Nicken. Hey, was geht denn da? Sie lächelt dich strahlend an. Danke für die Hilfe. Du fühlst, wie du bei ihrem Lächeln dahinschmilzt, wie das Eisen in der Esse. Natürlich nichts zu danken. Und jetzt zum Gieselbart. Gieselbart Eisenauge. Ich kann auch immer nicht glauben, dich persönlich getroffen zu haben. Meine Zeit ist lange vorbei. Erzählt man sich noch viel von mir? Du überlegst für einen Moment, wie du antworten sollst. Viele geben den Fünften und damit ihrem Stammvater die Schuld daran, dass sich die Geschöpfe Tions und das tote Land breit machen konnten. Dein Name ist nicht vergessen. Du überlegst für einen Moment, wie du antworten sollst. Viele geben den Fünften und damit ihrem Stammvater die Schuld daran, dass das tote Land so weit vorgedrungen ist. Dein Gegenüber nickt nur kaum merklich. Die Bestien bereiten sich auf einen Angriff vor. Dein Gegenüber nickt nur kaum merklich. Alter. Du schaust zu den massiven Türen aus Eisen und Bändern, die von den Runen eures Gottes zusätzlich geschützt werden. Wie lange haben wir? Du schaust zu den massiven Türen aus Alter, Eisen was und ist Bändern, denn mit dem Spiel? Die von den Runen eures Gottes zusätzlich geschützt wurden. Warum ist es jetzt erst zum Lang Ende genug. So? Wir werden die Tore halten, solange es nötig ist. Haltet sie auf, bis wir die Axt geschmiedet haben. Okay, ja, er muss wahrscheinlich wieder mit. Nehmen wir ihn auch mit, sie nehmen wir raus. Andokai kann mit. So, weil er da drunter fest saß, ne? Ja, dann nehmen wir sie auch noch mit. Gut, dann starten wir den Kampf. Thank you.
was ist denn los? Also, vielleicht bringt's was. Wenn's sein muss. So. Treffen. Schauen wir noch mal kurz. Was? Mhm. Und jetzt? Gute Nacht. Oink, oink, kleine Schweinchen. Jetzt bin ich aber gespannt. Und Feierabend. Vielleicht bringt das. Also ja, das geht noch nicht. Ach, solche Kreatur. Was denn? Ja? Vielleicht bringt das. Einen Moment Geduld. Sein muss. Jetzt bin ich aber gespannt. Was? Zack. Und zack. Und zack. So läuft der Hase. Vielleicht bringt's was. Ach, da oben. Okay. Vielleicht bringt's was. Gut. Was denn? Ja? Ja? Ja, komm, gewährt. So, und damit haben wir auch diese Gruppe erfolgreich niedergemäht. Wir haben es geschafft. Darf ich? Sicher, ohne euch wäre sie nicht geschmiedet worden. Oh, was ist mit seinen Augen? Die Axt, die das Böse aus dem geborgenen Land vertreiben wird. Nun ergibt es einen Sinn. All die Zyklen des Ausharrens, des Kampfes, die Qualen des Untodes. Vrakas, sei Dank und Ehre. Erzählt den Stämmen, dass wir nie aufgegeben haben. Die Fünften haben das Böse bekämpft, solange sie konnten. Hier, behalte ihn als Andenken. Oh, was kommt nun? Ein Geschenk ist zu viel der Ehre. Es gebührt dir nach allem, was ich hörte und sah, wie keinem anderen. Versprich mir nur eines, Tungdil Goldhand. Besiedelt diese Hallen neu, wenn ihr das Böse aus dem Land vertrieben habt. Lasst das fünfte Zwergenreich nicht länger von Bestien beherrscht sein.
Mann, das wird ja richtig emotional hier, Leute. Kommen ja schon richtige Epic Feelings auf. Ich muss sagen, das Spiel gefällt mir sehr gut, aber was ich jetzt zum Ende hin ziemlich doof finde, ist, dass die Wiederholung der Erzählung so stark sind. Also das hatte ich das ganze Spiel über nicht. Ich weiß nicht, warum das zum Ende jetzt auftaucht. Das ist ein bisschen ärgerlich. Aber nichtsdestotrotz muss ich sagen, die Charaktere sind geil geschrieben. Das Spiel gefällt mir echt gut. Ist natürlich nur doof, wenn man so eine Fehler immer erst gegen Ende hat, weil denn das, was zum Schluss passiert, das bleibt einem meistens auch länger in Erinnerung. Da darf man halt nicht vergessen, wenn er bei den Ersten ist, wie gut das Spiel an sich ist. Ich sage dir, Nordon beißt sich immer noch an Ogertod die Zähne aus. Wir sollten erstmal dorthin zurück. Warum fragen wir nicht die? Ha! Oink, oink, kleines Schweinchen! Alter. Halt! Wir müssen einen von ihnen befragen. Ich wusste es! Schweinchen-Dieb! Oh Mann. Wie seid ihr in die Tunnel gekommen? Selbst die Zwerge hatten sie vergessen. In Ogertod haben wir den Einstieg gefunden. War nicht schwer. In Ogertod? Das ist unmöglich. Unmöglich! Die Festung war schon lange unser. War selbst dort. Wir haben alle eure Freunde erlegt. Haha, waren lecker. Boindil? Oh Gott. Ich habe Ogertod selbst gesehen. Niemals habt ihr die Festung erobert. Erst recht nicht so schnell. Glaub es besser, Unterirdischer. War kein Problem, als die Brücke ausgefahren wurde und man uns die Tunnel gezeigt hat. Du willst sagen, ihr hattet Hilfe? Von innen? Bist doch nicht so doof, wie du aussiehst, Unterirdischer. Einer von euch hat uns geholfen. Ein Dritter. Nee. Wo ist dein Meister Ork? Wo ist Nordon? Warum sollte ich dir das sagen, Unterirdischer? Du hast die freie Wahl. Du kannst das mit mir, mit Jerun oder mit Boindil ausdiskutieren. Wer soll's sein? Der Meister ist am Schwarzjoch. Er will die Unterirdischen vernichten, die sich da verstecken. Die Festung im Schwarzjoch? Da gibt es keine Zwerge mehr. Doch, sie sind dorthin geflohen und der Meister hat sie eingekesselt. Ist nur noch eine Frage der Zeit, bis... Das klingt alles ganz und gar nicht gut, Gelehrter. Wir müssen zum Schwarzjoch. Etwas anderes bleibt uns nicht. Wenn unsere Freunde Nordon dorthin gelockt haben, dann müssen wir diese Gelegenheit nutzen und ihn mit der Feuerklinge zur Strecke bringen. Das klingt wirklich... Ich möchte auch nicht wissen, wer der Verräter ist. Ich habe da so eine böse Vorahnung. Ich weiß das ehrlich gesagt nicht mehr. Ach doch. Doch, doch. Mir fällt es, glaube ich, gerade wieder ein. Aber es ist auch schon so lange her, dass ich die Bücher gelesen habe. Ah ja, doch. Eigentlich ist er relativ aussehbar. Oh Gott, oh Gott. Ah, dort ist er. Nordon. Los gehen wir. Wir müssen ihn aufhalten. Namora, halte dich raus und verteidige die Feuerklinge. Ach, der Kollege ist auch noch da. Es ist mir immer wieder eine Freude, wenn wir uns begegnen, Tundi Goldhand. Ich habe schon auf dich und deine Gefährten gewartet. Und wie ich sehe, konnten wir euch einige Verluste zufügen. Es endet hier, Sintoras. Du nimmst mir die Worte aus dem Mund. Lasst keinen am Leben. So, Tungi muss wahrscheinlich mit, ne? Ja, wie sollte es auch anders sein? Und Namora will ich, glaube ich, nicht dabei haben. Ich würde sagen, wir nehmen noch ihn mit. Ja. Oh.
Was denn? Was denn? Jawohl. Ja. Sintoras getötet. Ich würde sagen, gehen wir erstmal unser komisches Pferd hier. Und jetzt? Oh. Ja? Bein euch, kleine Schweinchen! Was ist los? Pony töten hier. Hier so einen dämlichen Ork-Booster, Alter. So gar nicht. Ach du meine Güte. Was denn? Was für eine Zeitverschwendung. Und ich hab nicht mal ernst gemacht. Oh. Oh. Was denn? Jawohl. So. Was denn? Zu Diensten? Jetzt bin ich aber nicht mehr. Deine Niederlage war unausweichlich. Ich verstehe. Ich verstehe. Ich verstehe. Dann müssen wir erstmal noch ein bisschen aufräumen, damit wir hier vorankommen. Vielleicht bringt's was. Was für eine Zeitverschwendung! Ah, ich verstehe! Auf ja, die ah, ja. So. Was für eine Zeitverschwendung!
Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Hilfe. Was ist im Boden hier? Ach, der liegt noch am Boden. Hilfe. Oh, gut raus. Geschichte wollte ich eigentlich nicht machen. Ich verstehe. Andokai, aufstehen. Vor mir. Ab solche Kreaturen. Jetzt bin ich aber gespannt. Los. Dort bin ich da. Gerne. Ausgezeichnete Wahl. Ah, ich verstehe. Dort bin ich gerne. Ist ja wieder da oben, ne? Schade. Wo ist der nächste? Ausgezeichnete Wahl. Und ich hab nicht mal ernst gemacht. Ach Gott, hängt sie hier immer fest. Ja, weil die Leute jetzt auch alle hier im Weg stehen, oder was? Oh. Das ist so clever. Deine Niederlage war unausweichlich. Oha. War's das? Puh. Schnell weiter. Wir müssen auf den Turm, bevor noch mehr Verstärkung eintrifft. Moment. Oha. Jetzt aber. Wenn Not-On hier ist, ist auch das tote Land hier. Und dem hier will niemand noch einmal gegenübertreten. Das ist wahr, ja. Oh, was haben wir denn hier? Der verloren geglaubte Sohn kehrt zurück. Ich bin froh, dass ich dich hier antreffe. Ich hatte schon befürchtet, der Alp würde mir nichts übrig lassen. Bis, Lipo. Bist zur Festung der Deinen zurückgekehrt? Zur Festung der Dritten? Ah, du bist wahrlich ein kluger Kopf. Gundra Bur und Balendelin haben länger gebraucht, bis sie erkannten, wer ich bin. Doch da war es schon zu spät für sie. Ich werde dich in Stücke schneiden, Dritter. Ja. Und damit verabschieden wir uns für heute von dieser Folge. Und ich würde sagen, wir sehen uns morgen in der nächsten frischen Folge wieder, wie wir dann den guten Spacken da auf der gegnerischen Seite namens Bislipur schön den Hintern versohlen werden. Ich danke wie immer fürs Reinschalten und Zuschauen. Lasst gerne ein Abo oder ein Like da. Ja, und in diesem Sinne einen wunderschönen Tag noch. Haut rein.